Ja, der erste Arbeitstag heute. Es war die Angelobung. Wir sind jetzt mit einer doppelt so starken Mannschaft hier, mit 4 Abgeordneten. Wir sind alle in Tracht erschienen, um damit auch ein ganz klares Zeichen zu setzen, wofür unsere Politik steht. Für die Erhaltung von Kultur, von Tradition, von Identität. Und wir haben auch ganz bewusst bei der Eidesformel gesagt, dass wir uns für die Selbstbestimmung Südtirols einsetzen werden. Wer die Südtiroler Freiheit gewählt hat, der weiß, wofür wir hier im Landtag stehen und was die Wählerinnen und Wähler bekommen.